Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Devil May Cry 2 HD Kollektion. Ja, wir sind schon bei Mission 10 und ein kleiner Zwischenfazit fürs Erste. Es ist jetzt nicht so atemberaubend gut wie Devil May Cry 1, also auf jeden Fall ist es nicht das geilste Devil May Cry. Bis jetzt ist es okay, aber ich hoffe, es kommt auf jeden Fall mehr. Weil ich will das Spiel nicht, ehrlich gesagt, als durchschnittliches Spiel in Erinnerung behalten. Von daher hoffe ich jetzt mal Besserung. So, machen wir jetzt die nächste Mission einfach. So, Mission 10. Zwei Lichter werden die versiegelte Tür öffnen und den Jäger in die tiefen Untergrund begleiten. Wegweiser für die Jäger, Kapitel 9, Artikel 3. Ich weiß nicht, was dieser Wegweiser für die Jäger ist. Es ist ein Buch. Also ein richtiges Buch oder ist es einfach nur so gesagt? Okay, hier kann nichts ändern. Hier kann ich nichts ändern. Obwohl, na komm, wir wechseln mal wieder zum Dingswaffe, ne? Zur Dante-Waffe. Die war tausendmal besser. Wir können aber eventuell mal hier so einen kleinen Vital-Ding dann kaufen. Gut. Verlassen. Und Mission starten. So, bevor wir aber hier Dings machen. Ne, die Amulette will ich austauschen. Das Schwert will ich umwechseln. Ja. Rebellion. Rebellion. Ich hab's auf Französisch gerade gesagt. Rebellion. So. Natürlich die Doppelwaffen hier. So. Und. Exit. Sehr schön. Gut. Ich hatte hier irgendwo links schon mal Red Orbs gesehen. Hier drin. Ja. Gut, das war's auch schon mit den Red Orbs. Hier ist nichts wahrscheinlich. Egal, wir gucken mal trotzdem. Ah, auch Red Orbs. Und ein Blue Orb. Geil. Jetzt sind es schon mal 3 von 4. Mega nice. Ja, komm, gucken wir mal hier die Umgebung uns an. Ne? Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Hier ist auf jeden Fall so ein Stein. Was macht der Stein? Ah, öffnet die Tür. Okay, gut. Ich hoffe nicht, dass es jetzt so einen Countdown hat. Wie bei den letzten Malen. Oh mein Gott, haben die sich erschrocken. Ah, das war mit dem ersten Pyromanten. So. Ach guck mal, jetzt war auch mehr Schaden, oder? So. Ja, töten wir mal die Gegner hier. Ah, das war's auch schon, okay. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, was ich auch an dem Spiel so faszinierend gut finde, ist, dass wenn man einen Gegner killt, das Blut irgendwie noch dran bleibt. Also solche kleinen Details, darauf achten heutzutage Spiele nicht mehr, aber das sind auch... Eigentlich, das ist eigentlich auch realistisch halt, ne? So. Bei Blutattacken gehören ja eigentlich zu Spielen dazu. Also bei, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Aber ich meine allgemein, schaut euch das mal an. Das Blut bleibt einfach liegen hier. Ah, jetzt nicht hier, aber vorne. Ah, doch, da, guck, auf der Treppe. Das ist doch geil. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass unbedingt Bluteffekte mega geil sein müssen, also dass jedes Spiel Bluteffekte haben müsse. Aber so kleine Details machen halt ein gutes Spiel aus. Ich meine, so spielerisch ist das Spiel ja nicht schlecht. Aber von der Story bis jetzt hat das mich nicht so krass gepackt wie der erste Teil. Ich hoffe, diese Sensen oder diese Pyromanten verschwinden langsam mal, ey. Weil ich will mal in Ruhe mal endlich hier die Tür aufmachen. Und wo ist die Tür? Da ist auf jeden Fall einer. Gut.
Okay, das müssen wir uns nicht angucken, das wissen wir ja schon. Schnell zur anderen Seite. Nein, nein, von euch lasse ich mich jetzt nicht ablenken. So. Hä? Warst du langsam? Ach, warte mal. Warte, wie lange dauert das denn überhaupt? Okay, das dauert nicht lange. Dann muss ich wahrscheinlich meinen Devil Mode aktivieren. Okay. Jetzt Devil Mode, schnell. So. Perfekt. Gut. Und ich hoffe, die Tür geht jetzt nicht wieder zu. So. Perfekt. Ach, jetzt verstehe ich, warum die ganze Zeit die Pyromanten da waren. Damit ich den Devil Mode immer wieder auffüllen könnte, wenn ich es verkackt habe. Oh. Ups. Hä? Oh, oh. So, weg mit dem Golem. So. Demon Chorus. Oder Demono Chorus heißt die. So, by the way, falls man keine Trophäengeräusche hört, liegt es daran, weil ich das Spiel schon durchgeführt habe. Weil es tatsächlich wirklich ein Blind... Boah, Alter. Kameradrehung hier. Es ist tatsächlich so ein Blind-Let's Play. Es liegt daran, weil... Oh, shit. Ah, der nächste Bosskampf. Ja, los geht's hier. Wow! Wow! Wo kommt der denn her? Alter, lass mich los hier! Alter, tötet mich das jetzt? Oh, oh, nein, nein. Alter! Alter, nein, 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 nein. Okay, warte, ich nehme mal lieber eine Lebensringe auf! Oh Gott! So, auch wenn es viel Leben ist, aber zumindest überlebe ich einiges hier. So, das Ding ist schon mal tot. Aber er holt wieder noch einen, ne? Ja, da kommt der nächste. Warte, weißt du, was das ist? So. Scheiße, das war's mit dem Move. Ey. Hey, nee, ich sterbe nicht, ich sterbe nicht. Du stirbst. So. Muss ich ihn jetzt so töten? Was ist jetzt? Nein, auf keinen Fall! Nee, 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 nee. Larve. Larva. Oh, shit. Nee, weil, so wie beim letzten Mal werde ich es nicht hier enden lassen. Da habe ich auch euch nicht erwartet. Jetzt, da ich weiß, dass es euch... Jetzt, da ich weiß, dass es euch gibt, werde ich auf jeden Fall hier vorsichtiger spielen. Mit anderen Worten, immer mehr springen hier.
So. Oh, er lebt noch. So. Tot. Gut. Haben wir das überlebt? Ich nehme mal noch diese Heilung auf, bevor ich hier rausgehe. Ich meine, Gratis-Heilung, warum nicht? So, und... Warte, bevor wir gehen, erstmal nochmal hier umgucken, falls es hier noch was gibt. Okay, scheint nicht so. Ne, alles klar. Ja, nochmal, also bevor ich hier unterbrochen wurde, nicht wundern, dass keine Trophäen aufploppen, aber ich habe mal die Mitteilungen ausgemacht, weil im Hintergrund lassen sehr viele Downloads laufen, vor allem Patches. Und ja, das würde dann die ganze Zeit stören, dieses Geräusch zu hören, von daher. Was? Okay. Ja. Es ist halt scheiße. Das ist wie das voll kurz war. Ey, warum sind denn die Kapitel so kurz in dem Spiel? Naja, gut. Ich hatte auch schon mal eine Kurzfolge gehabt, von daher. Würde ich einfach sagen, schalte einfach beim nächsten Mal wieder ein zu Devil May Cry. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.